Liebe Fußballfans, willkommen hier in der Arena auf Schalke. Ich darf Sie herzlich zu dieser Partie heute begrüßen. Harry Kane. Bellingham mit dem Ball. Jetzt Bukayo Saka. Könnte die Führung werden. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Sie haben sie mürbe gespielt. Hier kommt das Tor nochmal und da siehst du, irgendwann ist die Lücke da. Foden. Bellingham mit dem Ball. Das gibt's doch nicht, gehalten! Geduldiges Passspiel jetzt. Sie lassen sich Zeit. Er macht zu. Viel zu hart. Was macht der Schiri? Gibt das Rot. Sie liegen vorne, aber jetzt in Unterzahl. Könnte es noch mal knapp werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt eher zurückziehen und irgendwie versuchen, den Vorsprung zu halten. Sie wechseln jetzt. Ilic. Ja, man merkt, die verfallen hier nicht in Hektik auf der Suche nach dem Ausgleich. Gehalten! Jetzt kommt die Ecke. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Er passt gut auf und hat den Ball. Maximovic. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Tadic. Gut abgeblockt, der Ball kommt nicht durch. Trippier. Harry Kane. Alexander Arnold. Kane. Riesenchance. Oh, kein Tor. Schöner Ball, das war eine große Chance. Duldiger Aufbau. Foden. Unwiderstehliches Dribbling. Ist doch nicht zu glauben, kein Tor. In der Schlussphase ist alles drin, sie dürfen weiter hoffen. Ein echter Krimi hier. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Trent Alexander-Arnold. Rice. Da trennt er ihn fair vom Ball. Alles offen. Der Ball passt. Sie haben den Ausgleich. Also das hätte ich nie gedacht. Nochmal der Blick auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann fällt das Tor natürlich. Den kannst du auf diese Distanz gar nicht mehr verschießen. So, Schlusspfiff. Es bleibt bei unentschieden und ich glaube, das war auch ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Ja, sehe ich auch so. War ein sehr unterhaltsames Spiel, war sehr interessant, war hochklassig. Und ich glaube, alles in allem können beide hier wirklich zufrieden sein. Wie hast du Dusan Vlahovic in dieser Partie heute gesehen? Buschi war ein guter Auftritt, oder? Spät den Ausgleich erzielt, das Remis gerettet. Ich glaube, das war die Szene des Spiels. Alles in allem übrigens auch eine insgesamt gute Leistung.